So, ein bisschen Nüger, das Ganze. Liebe Cuxhavenerinnen, liebe Cuxhavener und vor allem liebe Gäste von nah und fern. Cuxhavens Hafen ist ein sehr großer Gewinn für uns. Und Gewinn sind auch Sie, die Sie heute hierher gekommen sind, um mit uns diesen wunderbaren Hafen in Cuxhaven zu feiern. Wir setzen sehr viel auf die Zukunft dieses Hafens. Angefangen von der Fischerei, aufgehört mit dem, was jetzt ganz modern ist, nämlich Offshore-Energie. Aber heute steht im Mittelpunkt das Feiern. Feiern tun wir alle, die hergekommen sind. Angefangen von dem lebendigen Staatssekretär der Bundesregierung, Herrn Enert Perlemann, über Mitglieder der Stadtratsfraktion. Aber vor allen Dingen möchte ich hier an dieser Stelle einen kräftigen Dank aussprechen denjenigen, die dieses Fest jahrelang organisiert haben und auch in Zukunft organisieren. Ich erwähne Herrn Dose und Herrn Seelmeier. Beide mal die Hände hoch. Nun aber genug der Rede. Stellvertretend für euch alle werden wir jetzt hier das typische Essen, das man an der Küste mit Vergnügen verzehrt, nämlich ein Matjes, in die Hand nehmen und werden den dann verdrücken. Euch allen viel Spaß, viel Freude beim Hafenfest des Jahres 2011. Dankeschön. Erstmal ist Adra. Naja, aber wie das so ist, wir berichten natürlich auch da von, was hier so an der Küste los ist und das musikalisch und Tratsch und Tratsch und wie das alt hält, ne? Das ist schön eingekleidet. Gestern Abend war Vetter Michel da. Wollen wir sehen, ob wir rauskriegen, was der wohl wollte.